Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu. Ach, ich muss da den anderen drücken. Ja, zurück zu Planet Crafter. Ich habe 2 Wochen lang wieder nicht gespielt. Eher aus dem Grund, weil gerade Minecraft sehr interessant ist. Weil wir da gerade. Wie heißt das denn nochmal? TMP Limitless 6 spielen. Ja, hier gab es anscheinend das Update aber ja noch nicht. Aber warum nicht? Ich habe gedacht, die haben da jetzt mehr reingemacht. Ich habe gedacht, das wäre das Update jetzt. Okay, ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe gedacht, das wäre jetzt das Ding schlechthin. Huhn und Honig, okay. Huhn und Honig. Honig haben wir hier. Das ist nicht das Problem. Honig haben wir hier. Und Bohnen bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob wir da überhaupt schon was irgendwie was eingepflanzt haben. Müssen wir mal kurz gucken. Ah, ich muss wechseln. Bohnen, haben wir Bohnen? Nein, wir haben aber haufenweise Pilze. Pilze. Pilze, Pilze, Pilze und Kürbisse. Kürbisse haben wir auch. Oh, einmal kurz wieder umgewöhnen hier vom ewigen Minecraft-Spielen. So, einmal kurz alles rüber. Das nehme ich wieder mit. Rest kann drinnen bleiben. Da haben wir noch Samen und hier sollten eigentlich die Bohnen hin. Okay. Es kann sein, dass es ein kleines bisschen ruckelt, weil ich gerade mein Renderprogramm hinten im Hintergrund laufen habe. Hinten im Hintergrund. Ah ja. Was können wir denn noch alles machen? Haben wir irgendwas Neues mit dazu gekriegt, was wir vielleicht vorher noch nicht hatten? Was ich das jetzt mal unbedingt bauen wollte? Aber ich glaube eigentlich hatten wir das soweit alles fertig. Das heißt, wir warten also jetzt darauf, dass unsere Insekten fertig werden. Biomasse steigt stetig an. Es läuft ziemlich gut, würde ich sagen. Dann können wir mal kurz gucken, was wir als nächstes freischalten. Was schalten wir denn als nächstes frei? Oh, der Teleporter. Nice. Baumsamenverteiler T2. Das hört sich doch auch schon mal sehr gut an. Hier haben wir schon alles fertig. Ich sage, ich muss mich mal kurz ein bisschen wieder reinfinden. Und dann starten wir auch richtig durch. Ach, genau, auf den haben wir gewartet. Dass wir den endlich bauen können. Ja gut, Baumsamen interessieren uns jetzt gerade richtig wenig irgendwie. Schmetterlingssamen. Boah. Okay, also wir warten. Und ich glaube, wir haben das letzte Mal noch ein bisschen sortiert. Und dann eben halt auch hier die Tocketzenten gemacht. Das haben wir, glaube ich, die meiste Zeit über gemacht. Dann können wir mal kurz hinten gleich bei der Superlegierung gucken, was da jetzt noch anliegt. Wo soll das denn nicht mehr rein? So und so. Siehste, was haben wir hier? Kobalt. Haben wir nur einen. Titan haben wir da ein bisschen mehr von. Und Magnesium. Magnesium, den Schrank haben wir voll. Aber den haben wir hier noch. Oh, es regnet wieder Fäden. Yippie. Da hinten haben wir noch ein bisschen Wüste. Aber ist das noch ein bisschen? Also. Das ist ja relativ viel. Und wir warten ja noch auf unsere Fusionszelle. Darauf warten wir auch noch. Hier ist auch ziemlich viel Silizium. Also wenn wir das nächste Mal wieder ein bisschen was brauchen an Silizium, finden wir hier auf jeden Fall eine Menge. Oh, hier ist doch relativ viel Wasser. Okay. Siehst du, da oben sind wir ja gleich.
Dum 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 dum. Dum 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 dum. Wir können jetzt auch Seen trinken. Mal kurz durchschauen. Bevor wir da dann reinfliegen. Ah, hier haben wir auch schon einen großen Schrank gebaut. Hui. Und einmal zurück. Wundervoll, ne? De. Die Zelle können wir da eigentlich auch abbauen. Die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Ich meine, unser Sauerstofftank hält jetzt bis da hinten auf jeden Fall. Zeolit, Iridium, alles da. Alles vorhanden. Dann können wir noch mal kurz am Wasser was trinken. Oh, da verschwindet das Eis. Supi. Ich finde, eigentlich sieht das eher mal so aus wie so Rasenspringer, ne? So. Ah ja, den haben wir ja voll. So viel Eisen haben wir hier auch nicht mit drin. Auch wenn es ein bisschen was, dass wir jetzt noch ein bisschen bauen könnten. Mein Baum müssen wir jetzt nicht unbedingt. Ach, da haben wir noch mehr Eisen drin. Das ist halt gerade extrem, ne? Silizium. Haben wir Gott sei Dank auch noch ein bisschen. Dann haben wir hier noch ein bisschen Eisen. Rein damit. Und ein bisschen Hupp. Legierung. Ach, wir haben ja auch noch viel Legierung. Ich habe gedacht, wir haben das letzte Mal alles verbraucht. Hatte ich irgendwie nur so im Kopf. Wir könnten noch eigentlich einen bei den Schwefel hinstellen. Super Legierung haben wir jetzt. Dann vielleicht noch eine hinten in der Uranhöhle. Uranerz. Iridium haben wir da ja drinne. Bin mir aber nicht sicher, ob wir da jetzt. Doch, wir haben da, glaube ich, einen hingebaut, ne? Können wir mal kurz gucken, wie das mit denen aussieht. Ich glaube, Iridium haben wir nämlich nicht mehr ganz so viel. Ich weiß gar nicht, ob wir denn nachher auch sagen könnten, bei diesen Erz, wo wir das auswählen können. Also Extraktor Nummer 3 ist es, glaube ich. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Boah. Wo habe ich den denn hingebaut? Hier oben irgendwo? Nö. Also hier haben wir anscheinend noch gar keinen hingebaut. Ja, gut zu wissen, würde ich sagen. Haben wir gut gemacht. Na, extra drei, ich meine, das dauert noch ein bisschen, davon ganz abgesehen. Regengeräusche ohne Regen. Hoppala. Dann passiert. Das sollte, denke ich, nicht so sein. Aber wir haben hinten noch bei den Aluminiumfeldern haben wir noch was. Das könnten wir eigentlich auch noch mal kurz holen. Damit wir unsere Schränke mal ein bisschen auffüllen können. Da brauchen wir eigentlich nicht sammeln. Aber ich glaube, die große war relativ teuer, ne? Oh wow. Mensch. Hast du dich aber nicht wirklich angeschränkt? Exator. Ich sehe jetzt mal aber ein bisschen mehr hier. Da verschwinden Pflanzen. Super. Haben wir Eisen mit dabei? Nö. Wir haben noch ein bisschen Kobalt. Wir haben noch ein bisschen Titan. Silizium, Magnesium haben wir auch noch ein bisschen. Silizium und ein bisschen Alu. Aber das weiß ich, das hat nämlich auch nicht mehr viel. So. Muss ein bisschen richtig hinsetzen hier. Ich hänge schon wieder so halb auf dem Tisch drauf. Benutze schon ziemlich kaputt, also das heißt, ich hänge hier direkt vor dem Monitor. Yippie.
Das heißt also den Extraktor 3. Wie viel brauchen wir denn dafür noch? 13, 3,3 Luftdruck. Ja, das ist super. Und das Ding geht gar nicht hoch. Das heißt, es dauert noch Ewigkeit. Doch, jetzt ist es ein Hocker. Yay. Das dauert also Ewigkeit, bis wir da angekommen sind. 25, ja. Ja, das mit dem Luftdruck, das ist so eine Sache. Ich meine, Luftdruck hat der jetzt um 459. Das war der falsche. Sauerstoffgehalt, ja. Sauerstoff, Luftdruck 459. 35, die ja sowieso nicht. 155 Energie, Herr Jesus. Er denkt, das ist eine Rakete. Ja, also Luftdruck ist hier das einzige, das Ding, was wir machen können. Davon können wir nochmal 3, 4 Stück aufstellen. Die brauchen nur 45 Energie. Haben wir denn noch so viel Osmium? Osmium. Hallöchen. Oh. Aber wir brauchen Osmium. Haben wir denn hier irgendwo eine Osmiumhöhle eigentlich? Eigentlich da oben, ne? Da kommt das Schwefel und Osmium raus. Oder hinten in der Höhle. Warte mal. Ja, hier haben wir noch. Da könnten wir auch gleich Schwefel. Iridium, Osmium und Schwefel. Na gut, bei Osmium kommt wahrscheinlich auch viel Schwefel mit raus. Also. Kann man da nicht irgendwie hin? Achso, weil Mainz das ist. Ah ja. Da haben wir auch einen hingebaut. Das bedeutet also, wir müssen jetzt ehrlich gesagt warten. Hier können wir Schmetterlinge reinmachen. Schön. Sehr schön. Ich glaube, meine Bienen stacken besogen. Großartig. Das heißt also, ich kann jetzt eigentlich nichts machen, bis auf warten, dass wir besseres Wetter haben. Oder eben halt ein paar Extratoren bauen. Was kosten die denn? Extratoren. Oh, Osmium. Toll. Superlegierung und 2 Iridiumstäbe. Hatten wir hier nur Superlegierung? Nö. Also, 2-mal Superlegierungsstab. Das heißt also, wir brauchen ja 8-mal Superlegierung, richtig? 6, 8. Dafür brauchen wir dann noch einmal Aluminium. Alu und 2-mal Iridiumstäbe. Ja, die haben wir verkauft. Und Osmium. Ja, okay, aber davon haben wir ja noch genug. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alles klar. So. Ich bin auch schon durchgängig zählen. Viel zu sehr überbewertet. So, was haben wir denn jetzt? Haben wir jetzt alles da? Also das heißt, wir könnten jetzt hinten in der Osmium-Gegend. Aber vorher trinken wir noch mal kurz schnell was. So, dann packen wir hinten mal Osmium das hin. Eine Osmium-Höhle und dann gucken wir mal. Oh. Schmetterlingslarve. Eine Larve gefunden. Beute.de. Herzlichen Glückwunsch. Ist immer noch nicht weggeschmolzen. Jo, erstmal durch den Smog durchfegen. Yippie. Kommt da Freude auf. Moinsen. So, dann bauen wir den da mal hin. Bumm. Ich hoffe, dort der. Okay. Gut. Suppi. Suppi du B, das läuft schon mal.
Dann können wir da mich auch schon mal ein bisschen mehr von machen. Stufe nehmen wir auch noch mal mit. Warum auch nicht? Besser als... Oh, was war das? Hoppala. Mein Iridium. Brauchen wir jetzt nicht so unbedingt, aber... Besser als wenn man mit leeren Taschen so nach Hause kommt. Hallo? Ich möchte den. Hallo? Nimmst du den? Bitte mit. Danke. Dim, 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 dim. Dum, dum. Du bist Magnesium, ne? Ne, Magnesium wollen wir nicht haben. Dafür ist man das schon das Zucken. Schön, dass da das auch noch alles so durchleuchtet, ne? Dum, 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 dum. Ab nach Hus. Ja, ich weiß, dass die Rakete wieder da ist. Das ist wunderschön, ist das. Ich wundere mich, dass noch gar keine Meteoriten runtergekommen sind. Asteroiden. Meteoriten, Meteoriten. So, dann sortieren wir das mal kurz weg. Iridium haben wir einen höher. Das ist Iridium. Siehst du, haben wir sogar noch ein bisschen was nachgeholt. Und Schwefel. Das sind Stäbe, das ist Schwefel. Siehst du, haben wir noch einmal Eisenerz. Super. Wunderbar, hier haben wir noch immer ein paar Blaupäne, Blaupausen. Ist immer noch nicht weiter. Ist 4 weitergekommen, 0,4 ist dann weitergekommen. Das dauert Ewigkeiten. Jetzt müssen wir warten. Warten auf besseres Wetter. Tja. Schön, ne? Und sonst so bei euch? Alles tutti, frutti. Das dauert eben halt, bis man hier alles kriegt, was man haben möchte. Schön, dass er gar nicht geflogen ist. So einfach so, oh ja, tschüss, geh dann runter. Doch, hat er mitgenommen. Ich wollte gerade sagen, nimmt er denn mit? Zack, hui. Kennen. Einmal alles rüber. Oha, das sind viele. Okay, die könnten wir also schon mal alle wieder einpacken. Hier sind mich auch noch ein paar. Supi, dupi. Ja, die könnten eigentlich ein bisschen mehr einbringen, ne? Also was ist ich, 50 Stück oder so was? Bei 15.000, wie lange sollst du denn da arbeiten? So, ich muss hier da reinpacken. Stimmt ja. Das sind echt viele. Das sind richtig viele. Was ist das denn? Schließfachaufbewahrung. Okay. Ja gut, das brauchen wir nicht wirklich. Ich meine, wir spielen ja nur alleine, also ist es ja im Endeffekt sogar egal. Wir spielen ja nur nicht mit fremden Leuten. Lass mich raten, es sind nicht genug Algen da. Na gut, dann machen wir das eben halt die ganze Zeit jetzt. Hui. Besser als nix. Ich kann es halt rausgucken. Ich meine, das ist auch mal schön, dass man mal rausgucken kann. Aber jetzt nicht so, dass ich jetzt so sage, oh ja, klar. Wow. Tolle Musik dabei. Ich meine, die Musik ist jetzt auch nicht schlecht, aber... Nicht so, als wenn ich jetzt sagen würde, ich höre über Skyrim oder The Witcher zu. Das ist für mich. Ich meine, das ist einfach so atmosphärisch. Einfach. Hup. Und jetzt müsstest du eigentlich arbeiten. Ja. Wundervoll. Ein paar Algen könnten wir da noch hin machen. Ich meine, das Drohnen-Interface, das dauert, denke ich, noch ein bisschen. 62,50 GTI. Ja. 25. Das dauert eben halt noch, ne? Das darf man eben halt nicht unterschätzen. Das dauert eben halt auch alles seine Zeit.
Da können wir gleich nochmal kurz zu den Osmium gucken, sodass wir vielleicht noch ein paar mehr Bohrer oder sowas dahin machen. Jo. Alles klar, ihr Lieben. Das war denn diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Tschüss.